Kommt die Rentenerhöhung 2021 oder nicht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, ist ja ein ganz wichtiges Thema für die meisten Rentnerinnen und Rentner hier in Deutschland, ob denn im Jahr 2021 die Rentenerhöhung kommen wird oder nicht. Wir haben ja jetzt zurzeit die Corona-Krise und da gibt es ja viele Fragen zu dem Thema Rentenerhöhung. Und ich möchte ganz einfach mal einsteigen mit den Fakten und Zahlen, die uns jetzt zurzeit vorliegen. Wir hatten im Jahr 2019, am Ende des Jahres, am 3. Dezember 2019, hat die Bundesregierung den Rentenversicherungsbericht 2019 veröffentlicht. Und dort hat sie bekannt gegeben, dass es also eine Schätzung gibt im West mit 2,41% und im Osten mit sage und schreibe 3,14% mehr Rente. Das ist also eine Schätzung aus dem Jahr 2019. Jetzt haben wir ja aber leider Corona. Und wir wissen alle, dass die Rentenerhöhung 2021 davon abhängt, wie die Lohnentwicklung im Jahr 2020 aussieht. Und da hat uns das liebe Statistische Bundesamt schon mal zwei ganz interessante Zahlen auf den Tisch gelegt. Und zwar sagt die Lohnentwicklung 2020 im ersten Quartal gleich 0,4% mehr Lohn. Im zweiten Quartal sieht die Sache natürlich etwas anders aus. Da haben wir schon die Folgen von Corona zu spüren bekommen. Minus 4,7% Lohneinbuße im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019. Und hier im ersten Quartal natürlich immer im Vergleich zum Vorjahresquartal 2019. Wenn man sich diese Zahl hier anguckt, die minus 4,7%, dann wird einem wahrscheinlich klar werden, was im dritten Quartal los ist. Da haben wir die Zahlen leider noch nicht, aber die werden wir bald bekommen. Ich gehe davon aus, dass im dritten Quartal auch wegen der hohen Arbeitslosigkeit und dem Kurzarbeitergeld, was ja Auswirkungen auf die Lohnentwicklung hat, wir hier auch ein Minus vor der Lohnentwicklung haben werden. Wir wissen es noch nicht ganz genau. Also das dritte Quartal ist sozusagen noch offen, aber tendenziell würde ich sagen, auch ein Minus, ja, also eine Minuslohnentwicklung. Gibt es noch eine ganz interessante Zahl, damit Sie einfach mal sehen, wie das im Jahr, wie diese Zahl hier, die 4,7%, sich quasi in dieser Krise abbildet im Vergleich zu anderen Krisen. Wir hatten im zweiten Quartal 2009, das war die sogenannte Finanzkrise, im zweiten Quartal ein Lohnminus von 0,7%. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2008. Sehen Sie diese Zahl? Minus 0,7% und jetzt die Corona-Krise, zweites Quartal, minus 4,7%. Wie schwer und massiv uns diese Pandemie in die Krise gestürzt hat und welche Auswirkungen das auf die Lohnentwicklung hat. Also ich glaube ganz ehrlich, dass es mit der Rentenerhöhung 2021 nichts werden kann. Also im Westen auf jeden Fall nicht, so wie die Sache hier aussieht. Wir müssen natürlich die Herbstschätzung 2020 von der Bundesregierung noch abwarten. Aber ich glaube, dass wir im Westen keine Rentenerhöhung bekommen werden. Im Osten wird die Rentenerhöhung aus gesetzlichen Gründen 0,7% nach oben gehen zum 1.7. Näheres zum Thema Rentenerhöhung 2021 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.